Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen des Schuhwidu-Freunde, des Schuhwidu-Kanals, Abonnenten natürlich herzlich eingeschlossen und natürlich auch diejenigen, die irgendwie mal bloß sporadisch bei uns vorbeischauen, weil sie ein ganz tolles oder interessantes Thema für sich entdeckt haben. Der Jahreszeit entsprechend habe ich mir ausgesucht den Unterschied zwischen wasserabweisend, wasserfest, wasserdicht. Gibt es da überhaupt einen? Und wie sind sozusagen die Definitionen? Was habe ich dafür zu, oder was habe ich als Träger davon zu erwarten? Was erwartet mich dabei? Wie fühlt sich das an? Sehe ich das überhaupt? Und wen es interessiert, der bleibt jetzt einfach mal dran. Wie ihr seht, habe ich auch hier wieder eine kleine Reihe von Statisten mir zur Hilfe genommen, um das Ganze noch mal etwas anschaulicher zu zeigen. Wichtig ist vor allen Dingen immer zu sagen, die Funktion oder eine Membrane, eine Wasserdichtigkeit ist von außen nicht zu erkennen. Was anderes ist es dann wieder, wenn ich jetzt sozusagen einen Schuh gefettet habe, der sieht dann von der Farbe und von der Optik her immer ganz anders aus als ein schönes glattes Material oder als ein stofflicher Schuh, so wie wir es hier haben in der Kombination. Ihr seht, auch hier sehe ich kein Fettfilm drauf. Hier wüsste ich jetzt also als Laie nicht immer unbedingt, was habe ich jetzt von dem Schuh zu erwarten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte immer darauf achten, ob die Schuhe irgendwelche Labels haben, die sozusagen auf eine Textmembrane hinweisen. Und das machen nämlich die meisten Schuhlieferanten. Also es gibt immer irgendetwas, sei es auf der Ferse, an der Seite, auf der Zunge, gibt es ein Label, einen Aufdruck, die also auf die Wasserdichtigkeit hinweisen. Wasserdicht bedeutet, ich habe zu dem Material, der Schuh besteht ja aus Obermaterial und Futter. Dazwischen habe ich eine sogenannte Membran. Und die Membran ist atmungsaktiv, bedeutet immer, besteht sozusagen aus winzig kleinen Poren, die groß genug sind, um Wärmemoleküle, Luftmoleküle nach außen zu lassen, aber klein genug sind, dass Wasser von außen nicht nach innen dringen kann. Das ist im Großen und Ganzen das Prinzip einer Membran. Die Membran sehen Sie nicht, Sie können sie auch nicht erspüren. Sie können sogar wie hier einen absolut textilen Schuh wasserdicht gestalten. Der Wado macht uns das dann hier mal vor. Und auch hier habe ich zwei wunderbare, oder zumindest das ist ja ein richtiger Barfußschuh. Na, und da habe ich also eine richtig schöne Membrane mit dabei, obwohl es ein ausgesprochener Stoffschuh wäre. Hat also nichts mit einem stofflichen Sneaker zu tun, den man für den Sportunterricht nimmt, sondern das sind richtige Outdoor-Schuhe. Weil, warum hat man das genutzt oder überhaupt entwickelt? Wenn wir uns viel draußen bewegen, dann wollen wir auch geschützt werden. Wollen wir geschützt werden vor den Witterungen, die das Wetter uns dann manchmal so anbietet, nämlich vor Regen, Wind und überhöhter Luftfeuchtigkeit. Und nun gab es ja schon im Vorfeld immer mal diese diversen Beschichtungen, Laminierungen und dergleichen, die zwar auch den Zweck erfüllen, haben aber den einen Unterschied zum Großen, sie sind halt nicht so luftdurchlässig und atmungsaktiv, wie zum Beispiel eine Membran. Das findet man natürlich, und das sagen wir auch größtenteils unseren Kunden, größtenteils immer erst ab der Herbst-Winter-Kollektion. Im Frühjahr, Sommer arbeiten viele Lieferanten mit hydrophobierten Leder zusammen. Eine Hydrophierung bedeutet, ich habe eine Imprägnierung, die praktisch schon während der Gerbung mit erfolgt. Das heißt, diese besonderen Inhaltsstoffe wandern in das Leder und machen es sozusagen resistenter als ein normal gegerbtes Leder gegenüber Feuchtigkeit und Nässe. Deswegen arbeiten auch viele Barfußlieferanten mit hydrophobierten Leder. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal hier so drauf tipse, und da kann ich mal den Däumling nehmen, da nehme ich auch mal den
Girl in einer schönen hellen Farbe. Ich hoffe doch, man sieht jetzt hier die Spritze auf dem Leder. Und ich lasse es auch ruhig mal so stehen, um zu sehen, was dann praktisch in ein paar Minuten sozusagen mit dem Leder passiert. Wenn es ein trockenes, ein nicht hydrophobiertes Leder wäre, würde man jetzt sozusagen dann diese Wasserspritzer drauf sehen und vor allen Dingen, es würde eingezogen sein ins Leder. Wenn die Kamera mal richtig raufzoomt, sieht man also hier, dass also die Wassertropfen auf der Oberfläche verbleiben. Ich habe einen wasserabweisenden Effekt. Das Schöne ist, dieser Schuh kommt praktisch also ohne Laminierung aus oder ohne zusätzliche Imprägnierung und ich habe trotzdem einen schönen wasserabweisenden Effekt. Und so verhält es sich natürlich dann auch zum größten Teil bei den Funktionsfuttern, die zum Beispiel Däumling verwendet. Es ist nicht mehr Leder, es ist ein Material, was sehr schnell die Feuchtigkeit aufnimmt, aber auch wieder sehr schnell abgibt. Hatte zwar nichts mit dem Oberleder zu tun, ist aber vom Tragekomfort her sogar noch etwas besser. So, und dann wollte ich noch mal kurz auf die Futtermaterialien bei den Tex-Schuhen eingehen. Das bedeutet, man hat natürlich eine große Auswahl. Ich sag mal sowas, 80% aller Tex-Materialien, Schuhe mit Membran, werden also immer mit Textilien im Futter angeboten. Ich glaube, man sieht es jetzt auch hier. Na? Und damit sind sie immer für die kühlen, kalten Tage besser geeignet als für die wärmeren Tage. Lederschuhe oder Schuhe mit einem Lederfutter, wie sie hier noch der Buntgard verwendet, und trotzdem eine Textmembran haben, sind relativ selten, weil Leder ein teurer Werkstoff ist. Das ist auch kein Barfußschuh, auch wenn er so aussieht. Ja. Er ist trotzdem relativ stabil, oder aber er ist stabil, nicht trotzdem. So, das ist was also für sehr aktive Kinder, die also wirklich einen rustikalen Schuh brauchen, der viel aushält und der halt trotzdem schick aussieht und wasserdicht ist. Dreimal Häkchen kann ich machen, Funktion erfüllt. So, und damit ist es natürlich wieder bei dem Thema, jawohl, es gibt Unterschiede. Aber wasserabweisend ist nicht gleich wasserdicht. Wasserabweisend ist eher wasserfest und wasserfest ist nicht wasserdicht. Es ist im Grunde genommen ganz einfach, wenn man es weiß. So, auch hier wollte ich es jetzt nochmal zeigen. Ich wische jetzt hier nochmal drüber und man sieht im Grunde genommen nichts. Auch hier beim Däumling nochmal hydrophobiertes Leder, man sieht nichts. So. Das war mal ein kleines Beispiel oder Beispiele von Schuhen, die man also wunderbar jetzt in der Übergangszeit tragen kann, wo ich den Komfort habe, nicht zusätzlich imprägnieren zu müssen, aber wo natürlich jeder Schuh über eine Imprägnierung immer noch mal dankbar ist. Und wie heißt es schön, pflegen nicht vergessen. Jeder Schuh möchte gern gepflegt werden. Jawohl. So, in diesem Sinne, ich denke, ich habe euch wieder was gezeigt und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin.